Wir hören Frauenbotschaft mit Albert Friesen. Die frohe Botschaft ist das Evangelium, das Nationen über die ganze Welt Jesus kennenlernen. Paulus sagt in Epheser 3, Vers 19, Gisel und Christus sind ihr Leib kennenlernen, und der geht viel wieder, als wir abfuten oder verstunden können. So, dass die Fallens und Gons haben möchten, was Gott für ihn hat. Paulus sagt in Epheser einfach, sie sollen Christus in ihr Leib kennenlernen, wenn sie jetzt plus viel wieder aus ihr Abfutten verstehen können. Wenn es dort eine Leib, wo der Fall ist, und wo Gott jedem einen geben wird. So, wenn es dort eine Leib, wo Jesus hat für uns Menschen, wo wir nicht mal abfutten können. Sondern er ist so groß und dort ist auch nicht mal zu verstehen. Sagt Paulus einfach, dort Menschen, die nicht mal abfutten können, nicht mal verstehen können. Und das ist die frohe Botschaft, die wir haben. Das ist die frohe Botschaft, die Welt fehlt hat von dir. Dort Menschen einfach können sagen und feilen und verstehen, wo eine große Leib Jesus hat. Wenn es Jesus in ihr Leib, die jetzt nicht abzufutten, nicht zu verstehen. Und diese frohe Botschaft ist für mich und für dich in uns Leben. So, diese Leib, die Jesus hat, will er jeden eingeben, dort wird wenn sie alle annehmen ans Leben. Heute ist nicht in Jesus, wo du mutlos und doll ist über Menschen, sondern heute ist Jesus, wo du Leib ist und dort heute will haben, dort seine Leib in uns Leben soll sein. Und das kann ich nicht mal abfuten, nicht mal begreifen, nicht verstehen, so groß, als was seine Leib ist für uns. Und das ist die frohe Botschaft, wenn dort noch nicht in unser Leben ist, oder wenn dort noch nicht in dein Leben ist, dass Jesus will von dir haben, dass diese Leib in dein Leben nennen kann. Und dort du kriegst dieselbe Leib hast für andere Menschen, als was heute für dich hat. Ich habe eine große Leib für dich und für mich. Und diese Leib soll ich haben für alle anderen Menschen, die da rum sind, die da rum wohnen einfach. Jesus, wir danken dir für das, was du getan hast. Wir danken dir für deine Leib, was du hast einfach Schädelnoten für uns, Jesus. Ja, wir danken dir einfach, dass wir das nicht abfuten können, nicht verstehen können. Und das ist eine Bitte, wir wollen nicht gerötet Leib. Wir alle diese Leib wiedergeben, Jesus. Und all unsere Mitmenschen, unsere Nubas und unsere Kommunität, wo immer wir sind, Jesus. Wir danken dir für das, was du getan hast. In Jesus' Namen. Amen. Das war Frohe Botschaft mit Albert Friesen. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert ihn unter der Nummer plus 595 982 425 856.